Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Rahmen mit Marduk. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bereite die Paladine auf den Kampf gegen das Böse vor. Ah, da ist ja auch schon der Paladin. Was ist das Böse? Was ist das Böse? Gute Frage. Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Innos. Es ist die allumfassende Schwärze, die versucht, das heilige Licht Innos für immer zu verdunkeln. Belia ist der Herr der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung. Nur diejenigen unter uns, in deren Herzen Innos heiliges Feuer lodert, werden Innos strahlendes Licht in die Welt tragen und die Dunkelheit vertreiben. Im Kloster leben doch nur Magier und Novizen. Das ist richtig. Im Gegensatz zu unserer Gemeinschaft, die das Wort von Innos verehrt, verehren die Paladine vor allem die großen Taten unseres Herrn. Glaubst du wirklich? Wir sind die Vertreter Innos. Die Paladine aber sind seine Streiter, die in seinem Namen in die Schlacht ziehen und seinen Ruhm mehren. Kann ich etwas für dich tun, Meister? Für mich? Nein, ich bedarf deiner Hilfe nicht. Bete lieber für das Heil der Streiter Innos, die ins Minental gezogen sind. Kannst du mir auch was beibringen? Ich verstehe mich auf die Magie von Eis und Donner. Ihre Kraft kann ich dich lehren. Jedoch unterrichte ich nur Magier. Oh, schade. Aber gut zu wissen, dass ich später von dir ein paar Sachen lernen kann. Sergio, das sind nur Statuen, so wie das aussieht. Genau, eine Innos-Statue. Wo ich wahrscheinlich mal wieder 100 Gold spenden könnte. Wow, ich habe nur noch 216 Gold. Oh mein Gott, hat es viel Geld hier gekostet, alles. Innos sei mit dir. Was kann ich für dich tun? Ich möchte, dass du Babu ein paar Übungen beibringst, ein paar Übungen machst. Was machst du hier? Ich bete zu Innos, dass er meinen Arm und meinen Willen stärkt. So bin ich gegen alle Gefahren gewappnet und werde alle seine Feinde vernichten, um ihn zu ehren. Was für Feinde? Jeder, der sich gegen den Willen Innos stellt. Gleich ob geborener Mensch oder beschworene Kreatur. Kannst du mit Babu ein paar Übungen machen? Warum fragt er mich nicht selbst? Ich glaube, er ist schüchtern. Verstehe. Gut, wenn es ihm so viel bedeutet, werde ich mit ihm von nun an jeden Morgen 2 Stunden trainieren. Wir beginnen um 5 Uhr. Sag ihm das. Warum bist du nicht bei den anderen Paladinen? Es mag dir ungewöhnlich erscheinen, dass ich hier bin. Jedoch dienen auch wir Paladine den Magiern, denn sie verkünden den Willen Innos. Wir Paladine sind die Streiter im Namen von Innos. Sein Wille ist unser Gesetz. Im Moment warte ich auf neue Befehle von den Magiern. Ah ja. Und? Hast du schon neue Befehle? Bisher habe ich noch Zeit, im Gebet Kraft zu finden. Ja, ja. Innos erleuchte deinen Pfad. Interessant. Ich schätze mal, ich werde nachher die Magier, wenn ich Magier bin, auf die Fährte von den Drachen und so locken. Und dann wird Sergio vielleicht mit mir ausziehen, um Drachenjagen Meine zu gehen. Meinung kennst du ja schon. Ja, hier ist so ein unsichtbares Hindernis irgendwie. Nicht letztes Mal schon hängen geblieben. So, was haben wir hier? Ein Raum mit einer verschlossenen Truhe, okay. Ich habe noch... Wie viele Würste habe ich denn noch? Ich habe noch 3 Würste. Also müsste es noch 2 Novizen geben irgendwo. Bin ich jetzt blöd? Ach so, haha, natürlich. Verstehe. Der eine steht natürlich hier vor der Tür. Und der andere müsste der Typ sein in der Stadt, am Bierstand. Ist meine Wurst, Bruder. Gut, dass du an mich gedacht hast. Meistens werde ich vergessen. Du kannst mir direkt mal noch eine Wurst dir Was? Lassen. Was? Noch eine? Vergiss es, dann habe ich nicht mehr genug. Hey, eine Wurst. Das merkt kein Schwein. Du kriegst auch was dafür. Ich weiß, wo ein paar Feuernesseln wachsen. Wenn du die Neoras bringst, kriegst du bestimmt den Schlüssel zur Bibliothek. Wie sieht's aus? Okay. Nein, vergiss es. Was? Du willst dich wohl bei Gorax beliebt machen, was? Immer das Gleiche mit den neuen Novizen. Ach, verdammt. Ich wollte ja... Na, was soll's. Ich habe noch 2 Würste. Das heißt, es gibt noch irgendwo einen Novizen, der eine Wurst kriegt.
Und ich fürchte, dass es wirklich der Inkorin ist, an dem Freibier stand. Aber den Weg dorthin, den werde ich euch jetzt in der Folge ersparen. Das mache ich zwischen den Folgen. Oder gibt es vielleicht einen in der Bibliothek? Das glaube ich aber nicht. Das glaube ich irgendwie nicht. Habe ich hier denn... Ich gehe nochmal alle durch, ob ich hier schon alle gefragt habe. Hey. Aber ich glaube ja. Ah, Novize. Hey, ich will Magier werden. Ich will ein Magier werden. Das wollen viele der Novizen. Aber nur den wenigsten ist es bestimmt, als Erwählte die Chance zu bekommen, in den Kreis des Feuers aufgenommen zu werden. Ein Magier vom Kreis des Feuers zu sein, ist die höchste Ehre, die dir in unserem Orden zuteil werden kann. Du wirst hart dafür arbeiten müssen, um deine Chance zu bekommen. Was gibt's denn Neues? Gibt's so ein bisschen Klatsch und Tratsch? Was gibt's Neues? Es ist wieder soweit. Einer der Novizen wird bald in den Kreis des Feuers aufgenommen. Oh, das klingt gut. Die Prüfungen werden bald beginnen. Das klingt gut. Da muss ich mich ja beeilen, um würdig zu sein, rechtzeitig. Wobei, es kann natürlich sein, dass ich jetzt einen Novizen übersehen habe, weil es ja schon relativ spät ist. Und die vielleicht ja schon Igaras Ruhe. Und die ja vielleicht schon im Bett sind, so wie der hier zum Beispiel. Hey, du. Aber der hatte schon seine Wurst. Igaratz hatte schon die Wurst. Das nicht. Der kriegt keine Wurst von mir. Und da liegt auch keiner. Ist vielleicht jemand gerade beten zu später Stunde? Von den Novizen? Ja, vorne ist wieder einer. Aber ich glaube, das ist der, der mir fegen geholfen hat. Dem habe ich schon die Wurst gegeben. Nein, der war es nicht. Syria? Nee, die habe ich auch eine Wurst gegeben. Ganz sicher. Babo habe ich keine Wurst gegeben, natürlich. Hier, nimm eine Wurst. Oh, Schafswürste. Toll. Die schmecken am besten. Gib mir doch noch eine Wurst. Und dann? Dann habe ich nicht mehr genug für die anderen. Eine Wurst hast du eh zu viel. Nämlich die, die für dich bestimmt ist. Und was ist schon eine Wurst unter Freunden? Komm, ich gebe dir auch eine Feuerpfeilspruchrolle dafür. Feuerpfeil. Okay. Okay, hier, nimm noch eine. Na gut, hier ist deine Spruchrolle. Ich habe mit Sergio gesprochen. Er wird jeden Morgen ab 5 Uhr mit dir 2 Stunden lang trainieren. Danke. Was für eine Ehre für mich. Wenn du willst, zeige ich dir auch die Geheimnisse des Kampfes. Ja, dann bring mir doch mal was bei. Ich bin bereit für das Training. 2 Handwaffen, sehr schön. So habe ich mir das gedacht. Ich wusste nicht, dass Magier Stärke 2 Händler sind. Das heißt, mein Einhandtraining wird mir jetzt ein bisschen wertlos sein. Aber nicht ganz. Das wird immerhin dafür sorgen, dass ich 2 Händler günstiger steigern kann. Und früher oder später müsste ich eh 1 Händler steigern. Von daher passt es. Ich habe nicht wirklich was verloren, außer halt ein bisschen Zeit. Das heißt, ich bin halt eine Weile ein bisschen schwächer. Aber letzten Endes werde ich am Ende genauso stark sein. So, ich habe alle Würste verteilt, Meister Gurax. Ich hätte gerne eine Belohnung. Ich habe die Würste verteilt. Und du hast es gerecht getan. Nimm diese Spruchrollen der Heilung und verrichte weiterhin deine Arbeiten. So, hast du eine Schlaf... Ich brauche... Rolle für mich. Feuerpfeil, Licht, leichte Wunden heilen, Blitz, Schlaf. Vielen Dank. Hui, die war teuer. Ich habe gar nicht auf den Preis geguckt. Aber die war echt teuer. 100 Gold, ey. Das ist heftig. Aber gut, ich hätte gerne den heiligen Hammer. Einfach nur, weil es geht. Und außerdem will ich passieren, was passiert. Ich will sehen, was passiert, wenn der Typ da einschläft. Kann ich bei dir lernen? Kann ich bei dir lernen? Ich unterweise keine Novizen. Wenn du eines Tages in den Kreis des Feuers aufgenommen wirst, dann kann ich dir zeigen, wie du in der Lage bist, mächtige Tränke herzustellen. Kannst du mir einen Trank brauen? Für einen Novizen bist du ganz schön vorlaut. Verrichte deine Arbeit. Alles, was du brauchst, kannst du bei Gorax kaufen. Das heißt, ich kriege ja das Rezept jetzt leider nicht mehr. Leider.
brauche ich aber eins. Wie mache ich das? Ich glaube, ich gehe nochmal zurück in die Stadt und besorge mir ein Rezept von dem, wie hieß der? Der Händler Zuris, genau, von Zuris. Besorge ich mir ein Rezept. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Hihi. Der Hammer ist verschwunden. Wie konnte das geschehen? Ich habe versagt. Innos wird mich strafen. Ach, das ist, Ich bringe den Hammer zurück. Einfach viel zu so, schön. Du hattest ihn also. Aber es ist nicht an mir, über dich zu richten. Innos wird sein Recht über dich sprechen und du wirst seine Strafe empfangen. Wie, du bist nicht froh, dass ich ihn zurückgebracht habe? Was? Es ist dir nicht gest... Hä? Warum? Oder kann ich da... Ah, ich schätze mal, damit kann ich jemanden anschwärzen. Aber ich will den Hammer doch gar nicht. Ich brauche den doch gar nicht. Und vor allem kriege ich auch nichts dafür, wenn ich ihn zurückbringe. Und ich kriege irgendwie auch nichts dafür, wenn der Typ da jetzt plötzlich einschläft. Habe ich doch gar nichts von. Was soll das? Ich meine, es war eine schöne Herausforderung. Es war lustig. Aber irgendwie hat es halt relativ wenig gebracht. Schade. Was habe ich denn noch für... Ach so, ich soll beten für die Paladine. Ja, gut. Dann mache ich das doch mal, um die Aufgabe von Marduk zu erfüllen. Dann hätte ich, wie gesagt, gerne noch ein Rezept. Genau, das Rezept muss ich mir in der Stadt besorgen. Okay, siehst du, ich habe für die Paladine gebetet. Genau, so wie man das macht. Und ich frage mich, ob ich jetzt nicht doch dem Typen in der Stadt, dem Novizen in der Stadt, eine Wurst hätte bringen sollen. Ob das was gebracht hätte. Ich weiß es nicht. Wir werden es nie rausfinden. Schade. Aber gut, ich habe die Aufgabe erfüllt zu beten. Jetzt schaue ich mal, was der dazu sagt, der Typ. Und danach lege ich mich eine Runde schlafen. Nachdem ich jetzt mit Marduk gesprochen habe. Ich glaube, das war der hier, ne? Wo ist er denn? Ach, siehst du, der ist gar nicht mehr da. Wisst ihr was? Dann lege ich mich einfach jetzt noch geschlafen. Am nächsten Morgen wird Marduk schon wieder auftauchen. Gute Nacht. Und wunderschönen guten Morgen. Marduk, wo bist du? Ich habe gebetet für die Paladine. Marduk? Hey, Marduk. Habt ihr eigentlich trainiert? Du hast für meine Brüder gebetet. Dafür will ich dir danken. Sag mir, was ich für dich tun kann. Spende oder Kampftraining. Ich glaube, er hat einen Zweihänder, so wie das aussieht, und er kann dir wahrscheinlich langfristig mehr beibringen als Barbo. Lass mich an deiner Erfahrung im Kampf teilhaben. Wenn du kämpfst, dann sichere dich so ab, dass dich niemand von hinten angreifen kann. Oh, danke schön. Ich brauche Zugang zur Bibliothek. Nun, ich kann dir den Zugang nicht gewähren. Dazu musst du erst deine Aufgaben erfüllen, aber helfen kann ich dir. Geh zu Meister Iskaroth und sprich mit ihm. Ich hörte, er braucht Hilfe und wollte zu ihm gehen. Doch ich gebe diese Aufgabe jetzt an dich weiter. Innos erleuchte deinen Pfad. Sehr schön, vielen Dank. Die Frage ist nur, wo finde ich Iskaroth? Oder war ich bei dem schon? Ich habe für die Paladine gebetet. Daran hast du gut getan. Nun geh und verrichte weiter deine Arbeiten. Hast du noch eine Arbeit für mich? Nein, hast du nicht. So, wo finde ich jetzt Meister Iskaroth? Eine Truhe? Igarats Truhe. Warum ist Igarats Truhe? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Speziell beschriftet. Interessant. Da war schon wieder so ein unsichtbares Hindernis. Iskaroth, oder wie? Oh Gott, Iskaroth. Am Schrein. Aber der Schrein bei dem Paladin ist es ja wohl nicht. War das hier drinnen einer? Hyroka, Ulta, ne, Serpentis, genau. Igarats,
Aber Igaraz ist nicht Iskarot. Iskarot, nee, das sind hier nur Novizen. Nur Novizen. Puh, Palan. Der Schrein ist unten, ne, bei dem Hammer. Aber da war doch gar kein Iskarot. Oder ist der jetzt plötzlich aufgetaucht, nachdem ich die Quest erhalten habe? Was anderes fällt mir gerade auch nicht dazu ein. Dann schaue ich da nochmal nach. Mann, der da hieß irgendwas mit N. Oder ist das der hier rechts? Nee, der war mit T, gell? Es ist dir nicht ge- Ja, das ist Talamon. Der ist mit T. Dann haben wir hier Garvik. Aber hier ist auch kein Iskarot. Wo ist denn Iskarot? Ich suche Iskarot. Du, Junge. Es ist dir nicht... Ich will mit dir sprechen. Ich suche Iskarot. Wo ist Iskarot? Beim Schrein. Ach so, natürlich. Bei dem Schrein außerhalb des Klosters. Mit dem habe ich doch gesprochen, als ich hergelaufen bin. Na klar. Wie hieß der hier? Neoras, genau. Ich wusste irgendwas Neues. Ah, der Schrein außerhalb des Klosters natürlich. Klar, logisch. Gut. Die einzige Quest, die ich hier drin noch habe, ist die mit dem Rezept. Kann ich allerdings gerade nicht erfüllen, weil ich das Rezept in der Stadt besorgen müsste. Das werde ich mal so versuchen, dass ich in der Stadt ein Rezept besorge. Und auf dem Weg komme ich halt gemütlich bei dem Schrein vorbei. Kann er mit dem Typen mal quatschen. Und dann werde ich auch mal, wenn ich in der Stadt bin, den... die Novizen am Freibierstand und Daron den Geweihten nochmal ansprechen. Schauen, was die dazu sagen, dass ich jetzt Novize bin. Ich schaue mich gerade hier so ein bisschen um, weil der Typ da vorhin ja meinte, es gäbe irgendwo Feuernesseln. Und da er draußen die ganze Zeit nur vom Klostertor rumsteht, müsste das ja irgendwo hier in der Nähe sein, an der Stelle, die er sieht. Oder eine Stelle, die er schnell erreichen kann. Nicht allzu weit weg. Ist so zumindest meine Vermutung. Kann natürlich auch falsch sein, aber wäre naheliegend. Das hier ist Iskarot. Hey. Geht doch. Du, sag mal, hast du ein Rezept? Zeig mir deine Ware. Nee, hast du nicht. Schade. Sergio schickt mich. Ich habe seine Aufgabe übernommen. Also, was gibt's? Hier in der Gegend streift seit kurzer Zeit ein dunkler Wolf herum. Spüre ihn auf und erlege ihn. Ein dunkler Wolf. Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja, yep, dankeschön. Ein dunkler Wolf. Was ist das denn? Ein dunkler Wolf. Hoffentlich kein Schattenläufer. Da hätte ich ein Problem. Ich zücke mal meinen Feuerball, damit ich auf die Entfernung gewarnt werde. Wenn ich auf irgendwas zulaufe. Und nur um sicher zu gehen, dass ich ihn hier nicht übersehe. Werfe ich hier nochmal einen Blick in die Ecke. Aber nein, das sieht gut aus. Da drüben scheint auch nichts zu sein. Also ist er vermutlich irgendwo auf dem Weg Richtung Taverne oder so, ne? Hallo. Genau, dankeschön. Einmal da rein. Hier ist kein Wolf. Da ist ein Wolf. Da vorne ist ein schwarzer Wolf. So, ich lasse den jetzt mal auf mich aufmerksam werden. Kann ich nämlich den hier machen. Gott, bin ich schlecht mit zwei Händen. Aber der schwarze Wolf ist irgendwie nicht stärker als die normalen Wölfe. Dementsprechend habe ich den jetzt auch gemütlich mit der schlechten Waffe kaputt gekriegt. Naja, das war ja einfach. Gut, ich habe halt davor auch massiv gelevelt in der Stadt und bei den Söldnern. Von daher bin ich jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen zu stark, um Magier zu werden. Hey! Aber das ist in Ordnung. Gegen Ende werde ich froh sein über jede Erfahrung, die ich habe. Ich habe den Wolf erlegt.
Gute Arbeit, Novize. Du bist ein mutiger Mann. Doch nun geh wieder zurück ins Kloster und verrichte deine Arbeit. Yep, werde ich tun. Und zwar, indem ich ein Rezept besorge für den Schäfer. Alle anderen Quests, alle anderen Aufgaben habe ich ja jetzt erledigt. Das heißt, ich schätze deswegen, dass ich jetzt schon die Prüfung machen könnte. Ich würde aber gerne vorher, wie gesagt, nochmal schauen, ob ich nicht ein Rezept noch irgendwo besorgen kann. Ich glaube, der Wirt hier hat kein Rezept, oder? Er handelt immerhin mit Zeug. Ich will gerade, ob es bei den Söldnern jemanden gibt, der vielleicht Rezepte verkauft, aber da fällt mir gerade auch niemand ein. Da hast du mir ja was Schönes eingebrockt. Jetzt kann ich wieder den Aufpasser für Ruka spielen. Warum? Solange er da drinnen seine Wetten abhält, sollte besser kein Außenstehender davon erfahren. Ist nicht gut fürs Geschäft, verstehst du? Ja, ich verstehe. Zeig mir deine Ware. Klar, Bruder. Hast du ein Rezept für einen Trank? Einen hast du nicht. Schade. Ach komm, ein kurzer Blick. Einen kurzen Blick werfe ich auf die beiden. Ruka und Randolph. Und zwar in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.